Hallo liebe Tower Stars Fans, ja, Donnerstagstraining ist gerade vorübergegangen. Ich begrüße recht herzlich fürs Interview unseren Torhüter Nikita Kwap. Hallo Nikita. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, du hast jetzt eine ganz andere Rolle bekommen durch die Verletzung vom Jonas im Training und eigentlich auch im Spiel. Jetzt näher dran am Spiel als vorher. Wie fühlt sich das an? Man darf ja nicht vergessen, du bist 17 Jahre alt. Ja klar, das ist natürlich eine große Möglichkeit für mich, zumal ich halt jetzt einfach viel mehr trainieren kann. 25. Januar 2003 geboren, also machen wir einen kurzen Rückblick. 2003 im Dezember sind wir hier in die Halle eingezogen. Das heißt, der legendäre St. Christina-Hang, den kennst du nur aus Erzählungen. Natürlich ja. Auch vielleicht von deinem Vater Waldemar. Wie sieht's aus? Hat er dir von diesen legendären Zeiten schon ein bisschen was erzählt? Tatsächlich habe ich noch nicht viel gehört. Ab und zu erwähnt er die mal, hat er mir letztens mal gezeigt, wo die früher gestanden ist. Ich weiß nur, dass da Fußballstadionmäßig war mit offenem Dach und so weiter. Ja, aber so große Geschichten habe ich noch nicht wirklich gehört. Ja, bleiben wir ganz kurz bei deinem Vater. Aufgrund seiner Karriere war natürlich jetzt, liegt es natürlich nahe, dass du auch Torwart doch geworden bist. Aber gab es zwischendurch irgendwann eine Zeit, wo du überlegt hast, ah, ich will vielleicht doch Stürmer werden? Nee, eigentlich tatsächlich habe ich als Spieler angefangen, wie eigentlich so ziemlich jeder. Und damals immer, wenn seine Ausrüstung schon in der Garage gestanden ist, habe ich den mal wieder angezogen, bin damit rumgehampelt. Und ich wollte schon immer ins Tor, habe das dem auch gesagt. Aber die Trainer hier wollten mich noch ein bisschen als Spieler haben, damit ich noch das Schlittschuh laufen lerne. Und da habe ich irgendwann Schlussstrich gesetzt und habe gesagt, ja, entweder ich gehe jetzt ins Tor oder ich gehe Fußball spielen. Jetzt nochmal ganz kurz zu deinen Teamkollegen Justin Wolek und Joshua Samanski. Erleben gerade aufregende Zeiten, sind mit der U20-Nationalmannschaft jetzt gerade in Edmonton, bereiten sich auf die WM vor. Man darf nicht vergessen, du bist U18-Nationaltorhüter. Wie sieht gerade momentan das Programm aus? Corona ist natürlich nicht ganz einfach jetzt mit Trainingslager. Klar, Corona spielt uns natürlich nicht in die Karten, weil wir hatten jetzt immer wieder Turniere, die kurzfristig leider abgesagt wurden, so wie jetzt auch das Dezember-Turnier. Aber der Steffen Ziesche, unser Trainer, der hält uns immer am Laufen und ja, bis jetzt schaut es noch gut aus. Die WM wurde bei uns noch nicht abgesagt und da hofft man natürlich, dass wir im April da mit teilnehmen können. Hoffen wir das Beste da für dich. Das ist natürlich eine tolle Erfahrung, wenn man als junger Spieler zur WM fährt. Das möchten wir nicht missen. So, zum Schluss noch die Frage zum aktuellen Wochenende. Wir haben jetzt Bad Tölz am Freitag zu Hause. Dann geht die Reise nach Weißwasser und dann am Dienstag nach Bad Nauheim. Das ist immer schwer zu spielen, Weißwasser nach. Und Tölz hat gestern gezeigt, dass sie auch mit dezimierten Kader da schlagkräftig sein können. Was denkst du, was erwartet uns? Was kommt es an? Ja klar, das werden alles gute Mannschaften sein. Gerade Tölz, die haben gestern gezeigt, dass sie Tore schießen können. Da muss man einfach von Anfang an konzentriert sein, hinten gut stehen und dann bin ich mir sicher, dass jemand vorne die Kisten machen wird. So, das war unser Interview nach dem Donnerstagstraining. Morgen 19.30 Uhr, nicht vergessen, der EC Bad Tölz ist zu Gast, die Tölzer Löwen. Und ihr könnt das Ganze natürlich auf Spray TV ab 19.30 Uhr live mitverfolgen. Bis dahin, macht's gut, einen schönen Tag noch.